Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unseren Heimatgeschichten erkunden wir jede Woche Land und Leute rund um München und Ingolstadt. Und diese Woche sind wir für Sie in der Gemeinde Oberschleißheim unterwegs. Die Gemeinde liegt nördlich von München. Zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt wurde sie 785. Mittlerweile leben hier um die 12.000 Menschen. Heute zeigen wir Ihnen einen Zusammenschnitt unserer Heimatgeschichten aus Oberschleißheim. Wir starten unsere Woche mit Bürgermeister Markus Böck. Er zeigt uns einen seiner Lieblingsorte in der Gemeinde. Herr Böck, wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt am Bürgerplatz. Mhm. Und unser Bürgerplatz ist die Ortsmitte, unser Ortsmittelpunkt, ja, ein Stück weit, auf dem ganz viele Veranstaltungen stattfinden. Mit unserem Maibaum natürlich auch wunderschön. Und im Bürgerzentrum hinter uns eben auch mit der Bücherei und unserem Jugendzentrum eine beliebte Anlaufstelle. Im Bürgersaal sehr viele Kulturveranstaltungen und Feiern natürlich auch. Und deswegen ist der Bürgerplatz auch einer meiner Lieblingsplätze hier in Schleißheim. Sie haben gerade schon von Veranstaltungen gesprochen. Was gibt es denn hier auf diesem Platz? Natürlich die traditionelle Maifeier, die steht jetzt bald an. Es gibt Feierabendmärkte, wurden ins Leben gerufen mit Live-Musik und Treffpunkt auch für die Bürger einfach. Wir haben einen Wochenmarkt freitags hier am Bürgerplatz, der dann natürlich auch genutzt wird, um dann diesen Feierabendmarkt dann zu machen, dass auch die Marktgilde, die hier den Wochenmarkt macht, ein Stück weit auch davon profitieren kann. Deswegen ist es sehr, sehr schön hier und vor allem auch im Sommer, wenn es warm ist, ist es natürlich traumhaft. Und Herr Böck, was beschäftigt die Gemeinde gerade im Moment? Wie wahrscheinlich alle im Landkreis München vor allem. Die finanzielle Situation ist bei uns sehr angespannt. Nichtsdestotrotz haben wir viele Anforderungen und Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, wie auch Wohnungen zu schaffen, weil der Wohnungsdruck im Landkreis München natürlich sehr, sehr hoch ist. Aber da müssen wir schauen, wie wir nach besten Kräften eben auch mithalten können und schauen, auch für Bürger und Bürgerinnen für Wohnungen und Wohnraum schaffen zu können. Und es sind sehr viele Bauprojekte momentan auch in der Pipeline, die anstehen. Wir haben hier in der Ortsmitte steht da nur ein Nahversorger an, der hoffentlich bald zu bauen beginnt und ist natürlich auch für die Leute hier, die hier wohnen, eine wertvolle Angelegenheit, dass wir endlich wieder einen Nahversorger am Ort haben. Wenn Sie noch mehr zur Geschichte von Oberschleißheim erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne in unserer Mediathek vorbei. Für uns geht es jetzt in eine Säcklerei. Walter Heckner erklärt uns, wie man eine Lederhose fertigt. Also das wird jetzt zuerst mit weißer Tusche, werden die Muster, die Stickmuster vorgezeichnet. Das hat den Sinn, damit das dann A, dass man das beim Sticken sieht, wo man hinkommt. Ja. Und B, hat es den Hintergrund, weil sich die Tusche dann wegreibt später. Ja? Ah, okay. Das heißt, durch das Sticken dann. Genau, richtig. Also das ist quasi nicht, bleibt nicht drauf, sondern das reibt sich wieder runter und halt genau so schön lang, dass man das gerade sticken kann. Aber das ist dann schon eine sehr filigrane Arbeit, oder? Ja, also das ist schon. Und die Bestickungen, die kann man sich dann selber raussuchen vorher, was ja, man da haben will? Ja, da haben wir verschiedene Muster. Ja. In der Regel ist es halt so, dass wir halt komplette Modelle haben. Ja. Wobei aus denen können es natürlich schon ein bisschen was zusammenstellen. Sich aber in der Regel ist es so, dass halt die Modelle dann aufeinander abgestimmt sind. Ja? Dass jetzt zum Beispiel das Teil dann auch oben, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, hier der Latz, das und das, damit das alles komplett harmonisch dann alles auch wirkt. Klar. Ja? Es ist nicht unbedingt immer zielführend, wenn man fünf verschiedene Stile miteinander mischt, sondern. Da beraten Sie dann schon, was zusammenpasst. Ja, logisch, klar. Und aber auch die Farbe könnte man sich raussuchen. Sie können sich die Farbe vom Leder raussuchen. Ja. Da gibt es verschiedenste Lederfarben. Ja. Das Leder ist naturmäßig, also wenn es aus der Gerberei kommt, ist es so. Ja? Ach so, okay. So schaut sämisch gegerbtes Leder aus. Ja. Das wird mit Fisch dran gegerbt. Man riecht es so ganz leicht fischig. Das ist auch dieser fischige Geruch, der jetzt wahrnehmen, wenn es da reinkommt. Aber nur ein bisschen. Und das wird dann überfärbt mit verschiedenen
Wurzelholzarten und da kommen dann die verschiedensten Muster halt, die verschiedenen Farben halt dann raus. So. Und das ist dann alles Hirschleder? Das ist alles Hirschleder. Warum Hirschleder? Wir verarbeiten nur Hirschleder. Ja. Ja, Hirschleder ist halt am langlebigsten. Ja. Und okay. Hirschleder ist halt am schönsten zum Verarbeiten, wenn ich einen Haufen, wenn ich einen Haufen Zeit investiere, um so Hosen fertig zu machen, dann ist natürlich jetzt nicht unbedingt zielführend, dass man hergeht und ein billiges Leder nimmt und dann teure Stunden einnimmt. Ja. Also einmal so eine Lederhose, die hat man fürs ganze Leben, die kann man noch weiter vererben. Ja, also das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Ja. Okay. Das kommt immer darauf an, wenn man die Hosen benutzt. Also okay. Vor ein paar hundert Jahren ist, war das, also oder was heißt, vor 100 Jahren, wo sowas noch zur Arbeit angezogen ist, da ist dann alle 4-5 Jahre am Altbauern laut Vertrag eine neue Lederhosen zugestanden. Ah, okay. Also das heißt, kommt immer darauf an, wie man es beansprucht. Ja. Wenn man es aber, sagen wir mal, so trockt wie jetzt der Normalbürger, der die 20, 30 Mal im Jahr auch hat, da können sich drei Generationen vererben. Ja. Und was würden Sie sagen, wie muss so eine Lederhose sitzen? Also muss schon ein Bier reingehen oder schon eng? Also es muss am Hintern und an die Beine sollte schon einen schönen Sitz haben. Ja. Um einen Bund hat es jetzt nicht ganz so eng machen, wie zwei Maß an der Händel sollen auch reingehen. Ja. aber wir haben ja hinten auch in der Lederhose dann diesen Zwickel, der da hinten drin ist. Und da können wir es ja um 7-8 cm verstellen. Auch diese Folge unserer Heimatgeschichten liegt in kompletter Länge in unserer Mediathek. Weiter geht es für uns in die Flugwerft Schleißheim. Aber vorher noch eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie dran. In unseren Heimatgeschichten sind wir diese Woche in der Gemeinde Oberschleißheim unterwegs und heute zu Besuch in der Flugwerft Schleißheim. Im Museum gibt es die unterschiedlichsten Flugzeuge aus mehr als 125 Jahren Luftfahrtgeschichte zu sehen. Thomas, jetzt schauen wir uns das Cockpit vom Starfighter an. Ja, genau. Das ist also hier relativ einfach, weil da habe ich keine Hydraulik. Das wird alles händisch geöffnet. Oh, ne? Der hakt dann auch ein, dann bleibt es auch offen. So, und was man hier jetzt auch demonstrieren kann, ist, die Steuerorgane sind drucklos. Das heißt, ich habe keine Hydraulikunterstützung. Das wäre jetzt mechanisches Fliegen. Ohne Hydraulikdruck. Also das ist jetzt ein Fitnessstudio. Okay. So, jetzt und da dürfte jeder reinsitzen, oder? Nein, nee. Also das ist wirklich nur für ehemalige Jockeys, ja. Mechaniker, die sich das nochmal anschauen wollen, weil die haben wir hier okay. wirklich gut, ja. sind gut vertreten. Also kam immer wieder einer, boah, an der habe ich noch gearbeitet und so weiter. Also es ist immer schön, wenn dann Leute noch aus ihrer Zeit erzählen. Und Thomas, da könntest du jetzt auch die Ruder bewegen, ja, genau. Oder? Es gibt drei Achsen am Flugzeug, die Längsachse, die Querachse, die Hochachse. Und die Querruder sind jetzt für die sogenannte X-Achse oder Rollachse. Die bewegen sich auch, die gehen noch mit einer Hand. So. Jetzt kommt die Y-Achse oder Nick-Achse mit dem Stabilator. Da brauche ich jetzt beide Hände. Ja, weil der ist, wie der Name schon sagt, der wird durch den Luftstrom mit stabilisiert. Weil wäre der zentral gelagert, würde der permanent flattern und das will kein Mensch. Na, und zum Schluss die Z-Achse oder die sogenannte Gier-Achse mit dem Seitenruder. Wenn Sie noch mehr vom Museum sehen wollen, dann klicken Sie sich doch einfach durch unsere Mediathek. Für uns geht es jetzt zum Rudern.
Thea, du bist Olympionikin von 1976. Vielleicht kannst du uns da mal in die Zeit mit reinholen. Wie war das für dich? Also 1976 war ja das erste Mal, dass Frauen bei den Olympischen Spielen im Rudern starten durften. Das war natürlich die Sensation. Und wir hatten da natürlich darauf hingearbeitet. Mit meiner Partnerin sind wir 2 Jahre ohne gefahren. Im Jahr vorher war schon die vorbereitende Qualifikation. Da waren wir dann im Vierer unterwegs, aber für 76 wollten wir halt im 2er ohne bei Olympia starten. Und das hat ja dann auch ganz gut geklappt. Das hast du geholt, du hast eine Bronzemedaille. Eine Bronzemedaille habt ihr geholt. Ja. Das fürs erste Mal dabei sein zu dürfen bei so einem großen Turnier. Das war sensationell. Ich meine, diese ganze olympische Atmosphäre, dieses olympische Dorf, der Einmarsch der Nationen, es war unglaublich. Ich meine, sowas ist irgendwie euphorisierend für diese Sportler, die ja, wir hatten ja drei, vier Jahre darauf hingearbeitet und eigentlich jeden Tag trainiert, bis auf einen Tag, wo wir trainingsfrei hatten. Aber das wiegt es dann alles auf, das vergisst man dann. Ich meine, klar, es ist immer eine Schinderei, aber es war es wert. War das für dich immer ein Ziel auch, Olympia, Olympische Spiele? Ich meine, du hast gerade eben gesagt, ihr Frauen, ihr durftet noch gar nicht dann teilnehmen, die Jahre davor. Ich meine, 1972 waren wir hier vor Ort, da war es nicht möglich. Nein. War das für dich immer ein Ziel auch? Naja, so weit haben wir eigentlich damals gar nicht gehofft, weil Frauenrudern war ja beim Deutschen Ruderverband immer etwas unterprivilegiert. Die Männer wussten ja immer, was für Frauen gut ist, wie halt das immer noch ist und damals noch stärker war. Auch dieser Beitrag liegt in kompletter Länge in unserer Mediathek. Das war's aus Oberschleißheim. Nächste Woche sehen wir uns in Reichersbeuern wieder. Machen Sie's gut!